SigmaDex ist ein dezentraler, kettenübergreifender und Multi-Asset-Marktplatz, der von seiner Community gesteuert wird. Dieses Projekt hat noch kein Verkaufsdatum. Ich wollte euch trotzdem schon mal vorab informieren, damit ihr von Anfang an mit dabei sein könnt, damit ihr am Whitelisting teilnehmen könnt, damit ihr eventuell das Glück habt, mit in dieses Projekt von Anfang an mit einsteigen zu können. Und diverse Eventualitäten, die dieses Projekt noch bereithält in den nächsten Tagen und Wochen. Ich würde euch empfehlen, deshalb Twitter und Telegram von diesem Projekt zu abonnieren. Okay, gucken wir uns doch mal an, was SigmaDex uns bisher so sagen kann. Es gibt hier die Spieltheorie. Sie schreiben, injizierte mathematische Modelle werden die Stabilität in einem volatilen Markt aufrechterhalten. SigmaDex wird in der Lage sein, ein Gleichgewicht zu erreichen, das die bestehenden Modelle für besicherte Liquidität übertrifft. Durch die Optimierung von Straf- und Belohnungsmechanismen werden alle Temperaturen des Investmentsrisikos die wirtschaftliche Leistung stimulieren. Dann haben Sie hier noch Cross-Chain, also kettenübergreifend, für globale Verflechtung. SigmaDex nutzt die Polkadot-Infrastruktur in vollem Umfang, Indem der Kern für die Cross-Chain-Kommunikation optimiert wird. Das öffnet Türen für andere Blockchain-Netzwerke, um nahtlos miteinander zu kommunizieren und Daten effizient zu übertragen. Liquidität fokussiert für optimale Ausführung. SigmaDex schlägt ein gesundes Maß an Staking-Anreizen für Endbenutzer vor, um Liquidität in Token-Pools zu schaffen, Indem sie mehrere Schichten von Belohnungen basierend auf kollektiven Modellen ermöglichen. Dann sind die quasi in der Lage, einen Liquiditätsrahmen zu schaffen, der angemessen mit der Marktnachfrage skaliert. Das hört sich auch wirklich sehr gut an. Algorithmisch zur Erstellung synthetischer Vermögenswerte. Der Sigma Risk Index ist ein Algorithmic Collateralizing Engine, die kontinuierlich Marktdaten aufnimmt und maschinelles Lernen nutzt, um die ideale Höhe der Besicherung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu ermitteln. Ich würde euch empfehlen, das Projekt mal im Hinterkopf zu behalten. Ich kann mir vorstellen, dass SigmaDex auf Polka Starters startet. Bleibt informiert auf Twitter und Telegram, dann verpasst ihr das nicht. Ich finde das Projekt nämlich wirklich sehr interessant. Wenn ihr allgemein bei sowas immer auf dem Laufenden bleiben wollt, weil SigmaDex habe ich auch meinen Patreons vorgestellt, damit die da auf dem Laufenden sind und sowas nicht verpassen. Ich schreibe nämlich immer einen Wochenbericht mit den kommenden Token-Starts. Dann seid ihr nämlich von Anfang an mit dabei und verpasst eben viele, viele, viele Projekte nicht. Denn dort ist eben das meiste Geld zu holen, da, wenn sie starten. Trending-Coin-Analysen, Top-Nachrichten und bevorstehende Ereignisse, die du im Auge behalten solltest, denn dann kannst du am schnellsten reagieren. Damit bleibst du up-to-date und unterstützt mich auch. Okay, Leute, das soll es gewesen sein mit diesem Video. SigmaDex, behalte das mal im Auge.